Ich bin schon live. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Mit mir, dem Dagi LP, und das kann nur böse ausgehen. Und ja, wenn ihr euch fragt, warum ich so aussehe wie ein Stück Scheiße, ich kann es nicht mal wirklich erklären. Es ist heute der 1. November und ich bin vor 2 Stunden aufgestanden. Hab hier gerade meine Tasse Kaffee getrunken und bin dementsprechend eigentlich wach. Punkt. Das war's. So, aber ich will euch natürlich heute nicht erklären, warum ich aussehe wie Scheiße, denn das ist eine Erklärung, die ich bei jeder Folge abgeben müsste. Sondern ich möchte mit euch weiterspielen und ich glaube, die nächste Szene bzw. das nächste Level sollte sehr cool sein, weil ich habe vorhin ungewollt, also außersehen, mal kurz reingelunzt. Und ja, deswegen weiß ich, dass wir jetzt bei Seidenschnabel anfangen werden. Und deswegen laufen wir mal durch die Tür und gucken mal, was der gute Seidenschnabel von uns möchte. Los geht's. Geschichte fortsetzen. Oh ja, der Draco, der ist echt ein Arsch. Also Leute, wir haben heute eine neue Mission vor uns und zwar im Dunkeln. Das ist sehr gruselig, weil gestern Halloween war und ich noch sehr voreingenommen bin. Und da sind Dementoren. Ja, ist klar, was ist denn hier wieder los? Sind die jetzt hier am Start oder was? Ja, schnell mal. Ach, wir können das noch gar nicht. Wieso kann ich denn noch kein Expecto Patronum? Harry, was ist da los? Hast du etwa nicht genug gelernt? Kann der Dementor mich angreifen und verletzen? Also ich gehe mal ganz stark davon aus, aber nee, anscheinend doch nicht. Ey, Dementor! Dementor! Hier, saug meine Seele! Sauge! Sauge! Los! Fang an zu saugen! Dementor, jetzt saug doch! Der will anscheinend gar nicht saugen. Na gut. Dann würde ich sagen, wir laufen hier einfach mal ein bisschen rum und gucken mal, was wir machen müssen. Der Pfeil sagt, wir sollen in diese Richtung. Hier sind jede Menge Schüler, die mir anscheinend hier den Weg weisen. Ist das ein Level? Wartet mal. Ist das ein Level? Nö. Okay, ja, dann laufe ich hier einfach mal durch und brauche auch keine Münzen sammeln, denn das ist nur Zeitverschwendung und das mögt ihr sowieso nicht, also die meisten zumindest. Und ja, so. Schöne Brücke, die ich letztens repariert habe. Ich sag's immer wieder, Leute, das sind meine Lorbeeren und die werde ich mir immer wieder einheimsen, weil ich diese Brücke repariert habe. Nicht der Filch, nicht der Hagrid, nicht der Dumbledore. Nein, das war ich von der Hogwarts-Polizei. Also, ich bin schon sehr stolz auf mich. So. Übrigens haben wir da auch diesen Kessel gefüllt. Wir haben hier alles von Blumen befreit. Eigentlich haben wir alles hier gemacht. Also, wir sind so mit der wichtigste Schüler in ganz Hogwarts, würde ich mal so behaupten. Gut, dieser Schüler hier friert anscheinend und da ist die Hogwarts-Polizei als Troll. Also, die Hogwarts-Polizei hat auch einen Troll am Start. Das ist äußerst interessant. Und da kriegen wir ein paar Silbermünzen, die ich jetzt nicht einsammle, Daniel. Und da geht's weiter, cool. Oh nein, ich will auch nach Hogsmeade. Gut, alles klar. Ja, dann gucken wir mal, dass wir jetzt nach Hogsmeade kommen. Müsste jetzt eigentlich klappen, hoffentlich, irgendwie. So, Fred und George sind auch am Start. Dann spiele ich doch mal die. Ich meine, wenn ich schon die Gelegenheit habe, dann sollte ich sie auch ausnutzen. Was können die eigentlich alles an Zaubern? Lol. Die können einfach fast genauso viel, nee, sogar fast weniger als Harry. Und die sind einfach ein Schuljahr weiter. Was ist denn da los? Man weiß es nicht. Gut, ja, wo muss ich denn jetzt hin? Das ist die Frage.
Pfeil, wo bist du? Pfeil, da bist du. Dankeschön. So, dann laufen wir einfach mal dem Pfeil hinterher und gucken, wo wir hin müssen. So, da müssen wir lang. Die Hogwarts-Polizei hat anscheinend Platz gemacht. Sehr gut. So, fast kopfloser Nick. Eigentlich brauchen wir dich gar nicht, denn Fred und George, die kennen sich besser in Hogwarts aus als du. Denke ich einfach mal. So, aber er läuft uns trotz... Oder er fliegt uns doch noch hinterher. Das ist sehr freundlich. Da ist Filch, der Arsch. Filch, stirb! 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 Das könnte ich die ganze Zeit machen, Leute. Ohne Pause. Er ist zwar ein bisschen sauer, aber sieht gar nicht, dass ich hinter ihm stehe. Jetzt zeigt er irgendjemand anderem die Faust. Anscheinend diesem Ravenclaw hier. Es ist echt verflixt. So, was können wir hier machen? Wir können Schüler hochheben und wegwerfen. Das ist natürlich wieder typisch Fred und George. Aber das ist nicht die Aufgabe, die wir... Genau, die wir nicht bewältigen müssen. Ach, ich liebe diese Wortfindungsstörungen. Wir müssen anscheinend hier durch. Und die McGonagall-Statue... Verpiss dich, McGonagall. Dankeschön. Was ist das denn? Das ist diese Höhle anscheinend. Ja, dann schmeißen wir den mal runter da. Die Höhle, die Richtung Hogsmeade führt. Und, oh! Ach, das ist ja nice. Wir müssen die Spinnennetze da oben... Nein, komme ich jetzt überhaupt noch hoch? Ich habe da ein Spinnennetz nicht kaputt gemacht. Aber das bringt was. Ich will da hoch. Jetzt lass mich doch mal hoch, ey. Okay, die Pflanze da ist anscheinend am Leben. Okay. Nö, Leute, ich komme da anscheinend nicht mehr hoch. Das war's mit der Aktion da. Da oben war noch ein Netz. Ich hoffe, das war nicht wichtig. Wartet mal, dann machen wir mal Wingardium Leviosa. So. Das bringt nur Münzen, aber keine Sachen zum Freischalten. Okay. So, dann einmal hier. Das hier. Und noch ein bisschen mehr. Los, verpisst euch, lasst mich hier durch. Ich bin Harry Potter, ich bin berühmt. So. Dann machen wir mal wieder Wingardium Leviosa. Damit kann man am meisten machen, glaube ich. Da ist wieder ein Wichtel, der etwas festhält. Also ich würde mal meine Hand ins Feuer legen, dass wir diesen Wichtel vertreiben müssen. Und ich aktiviere jetzt hier einfach mal wieder alles. Ich meine, wir wollen wieder 100% schaffen. Kann klappen, muss es aber nicht. So, jetzt aber erstmal den Wichtel vertreiben. Wichtel, verpiss dich. Dankeschön. So, und jetzt Wingardium Leviosa. Oh nein, jetzt muss ich das da drauf... Oh Gott. Hat das geklappt? Hält das? Das hält? Das ist ja Togo. So, jetzt muss ich aber den zweiten kriegen, oder? Da, komm her. So. Oh Gott. Oh oh. Den habe ich zwar dran gekriegt. Hey, aber... Hey! Was war das denn, Harry? Was soll das? Hat der einfach die Plattform weggesprengt? Also mit seinen Füßen. Und nicht weggesprengt, aber weggetreten. Und Daniel, halt die Fresse. Okay, weiter geht's. Da unten ist ein Netz. Kriege ich das überhaupt kaputt? Ich muss das doch kaputt machen. Und Moment mal. Muss ich jetzt die Plattform von hier wieder rüberziehen? Auf diese? Ja, anscheinend. Aber ich kann das doch locker auch ohne Plattform schaffen. Gehe ich mal von aus. Naja, wir nehmen einfach mal die Plattform. Ich probiere es jetzt nämlich nicht aus, weil bei meinem Glück... Nein! Plattform ist weg. Okay. Nein! Das war selten dämlich. Und dieses Spinnennetz kriege ich anscheinend wirklich nicht, aber... Nein, das... Okay, das geht nicht. Also, ich bin zumindest abgerutscht irgendwie. Können wir von der Plattform aus... Ja, genau, das können wir. Und dann so und dann so und... Ja, sollte halten. So, hehe, Leute, wisst ihr, was wir jetzt... Nein, Harry, geh wieder da drauf. Harry, geh da wieder drauf. Das war 100 Kilo schwer. Das mag ich zu bezweifeln. 1000 Kilo sogar. Ach, du Heilige. Ja, wohin denn mit den 1000 Kilo hier? 1000 Kilo, einmal bitte da unten dran. Dankeschön. Ja, das hätte auch Hagrid alleine geschafft. Einfach dranhängen, Hagrid. Nichts gegen dich, Hagrid. So, ja toll. Da können wir jetzt die Spinnennetze aktivieren. Aber die 10 kriegen wir wahrscheinlich trotzdem nicht voll. Das ist mal wieder super. So, können wir da oben die Dinger anzünden? Ach, tatsächlich. Cool. Ich dachte jetzt, das würde nicht klappen. Okay. Also mit 100% wird das jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Dafür haben wir jetzt schon 2 Tode kassiert. Ich glaube, mit 2 Toten kann man nicht mehr 100% schaffen.
Es sei denn, ich würde jetzt wirklich alles aktivieren, aber das wäre so kleinlich, dass ich mir damit bestimmt keine Freunde unter euch als Zuschauer mache. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, wir schaffen 100% in diesem Level nicht. Ja klar, da kommt Voldemort aus einer Kiste, ist klar. Ach, das sind ja die Irrwichte, stimmt. Warte mal. Der Irrwicht von Fred und George Weasley ist Voldemort? Ja gut, das ist gut möglich, da müsste ja jetzt ein Dementor rauskommen. Ja, tatsächlich, cool. So, gibt's hier irgendwas zu machen? Was hat es mit diesen Tafeln auf sich? Keine Ahnung, aber wir werden jetzt erstmal hier Ridiculous. Moment mal. Ach da, die können Ridiculous. Wieso kann Harry das nicht? Der hatte doch letztens Unterricht. Harry, hast du wieder nicht aufgepasst? Was ist los bei dir? So, verpiss dich mal, Voldemort, hier. Och, wie süß, der hat einen Schnuller. Och, guckt euch mal den süßen Voldi an. Och, mein Gott, ist das niedlich. Och Gott, das ist süß. Ja, genau sowas. Für sowas kann ich mich begeistern. So, dann einmal hier schön darunter fahren. Alles klar, da haben wir... Okay. Da sind tolle Gesichter. Gesichter sind immer toll. So, ja, dann geben wir dem mal einen Kuchen. Ja, geben wir dem ein Bild und... Nein, Bild so da drauf. Und dem geben wir eine Blume. So, kriege ich jetzt einen Euro? Müssen die richtig drauf oder habe ich die Reihenfolge falsch? Ich visit gerade nicht. Hallo, warum stackt sich das denn nicht richtig? Ich habe jetzt gedacht, weil der den großen Mund hat, will der die Torte haben. Oder halt die Torte für den mit den großen Augen. Ich würde auch große Augen machen, wenn ich so eine Torte kriegen würde. Der große Mund kriegt dann das Bild. Und die große Nase. Natürlich, die große Nase kriegt die Blume, weil man die dann besser riechen kann. Leute, wenn das keine super Erklärung ist, dann weiß ich auch nicht. Hat das jetzt was gebracht? Hat das jetzt was gebracht? Nö, anscheinend nicht. Leute, ich glaube echt. Nö, eigentlich große Augen sollte das Bild bekommen. Wartet mal. So, wartet. Ich versuche mir das jetzt mal mit Logik zu erklären. Also, du kriegst das Bild, weil du machst große Augen, weil das so eine tolle künstlerische Sache ist. Ja, dann muss das halt nur richtig draufgesetzt werden. Daniel, du kriegst das bestimmt irgendwann hin. Sitz. Alles klar. Warum kann sich das denn nicht richtig draufstecken? Okay, der Kuchen geht auf jeden Fall an den Typen mit dem großen Mund, damit er... Ne? So. Also entweder ist die Reihenfolge falsch oder es scheitert daran, dass das nicht richtig drauf sitzt. Ja! Leute, meine Logik ist mal wieder unantastbar. Also, Dagi klug, ne? Hier, Fridolin. Dagi klug. Nicht Dagi dumm, Dagi klug. Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. So, dann geht's jetzt einmal hier nach oben. Das hat sehr viel gebracht. Blumen natürlich immer zerstören, Leute. Das ist die oberste Regel. So, da haben wir Nummer 5. Ich aktiviere die trotzdem einfach mal. Da oben haben wir auch noch einen. 6, okay. Ach, das ist so cool. Deswegen liebe ich den dritten Teil. Ich liebe den Honigtopf. Und jetzt können wir im Honigtopf rumlaufen. Oh, Leute, das ist so cool. Ich bin gehypt. Ich bin richtig gehypt. Oh mein Gott. Ey, du da, flieg hier so rum. Juhu. Gibt's hier noch mehr blaue Münzen, von denen ich nichts weiß? Hallo. Okay, also. Ich denke mal, das da muss man da oben draufsetzen. Eigentlich müsste das jetzt schon funktionieren, weil es sitzt drauf. Aber es muss natürlich gut drauf sitzen. Hallo? Ah, okay. Das Skelett können wir auch irgendwie... Okay, gib ein paar Münzen. Gibt's nur noch mehr Münzen oder... Keine Ahnung. Aber wir zerstören jetzt erstmal den Laden, würde ich sagen. So, genau. So, können wir noch mehr zerstören? Ich brauche nämlich immer noch Punkte. Ach du Heilige, jetzt sind hier sogar Schlangen unterwegs. Schüler, geh mir aus dem Weg. Uch, du. Ich krieg gleich Hausverbot, Leute. Ich merke das schon. Was haben wir hier? Auf jeden Fall etwas, was... Ah, viele Münzen abwirft. Können wir da noch mehr rausholen? Ich will mich ja gar nicht zu lange hier aufhalten, aber Leute, das ist der Honigtopf.
Das ist der Honigtopf. Was soll ich denn sonst machen? Ich meine, ich bin richtig gehypt hier. Ich will hier arbeiten. Also ganz ehrlich, Leute. Wenn ich in den... hier in Orlando gibt es ja den Harry Potter Freizeitpark. Da wurde ja auch Hogsmeade nachgebaut. Wenn ich die Möglichkeit hätte, in diesem Honigtopf dort als Angestellter zu arbeiten und jeden Tag in den Orlando Studios zu sein. Also ich würde YouTube von dort aus machen, glaube ich, ja. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, sorry. Sorry, tut mir leid, liebe Mitschülerin. Ich wollte nicht, dass du umfällst. Na, wobei, eigentlich wollte ich das doch. Ist sie jetzt wegen mir umgekippt, oder? Man weiß es nicht. Leute, das gibt auf jeden Fall ordentlich Weihnachtsstimmung. Ich will euch ja alle mit Weihnachtsstimmung infizieren, wenn ihr das noch nicht seid. Also, ne? Ich bin ein großer Weihnachtsfan und jeder, der meine Videos guckt, sollte das auch sein. Weil... Könnt ihr mal bitte die Bank aktivieren, ihr Vollpfosten, und nicht da nur rumstehen? Dankeschön. Ich will da oben die blaue Münze. Ja, was hat das jetzt gebracht? Okay. Hallo. Harry, Ron, könnt ihr bitte die Münze aktivieren? Juhu. Nein, hä? Achso, ich hätte das schneller machen müssen, glaube ich, ne? Ah, verdammt. Mensch. Ich muss da richtig draufstehen. Ah nee, ich muss da auch sein, damit das aktiviert werden kann. Oh, könnt ihr mal bitte gerade kurz... Ja! Oh mein Gott, Leute, das war ein Move. Das war ein Move. Daniel, ich bin stolz auf dich. So. Wir versuchen jetzt hier mal noch ein paar Punkte rauszukriegen. Ohne natürlich zu übertreiben. So, was können wir hier machen? Hä, können wir damit nicht was anstellen oder so? Ach, wahrscheinlich müssen wir die zweite Eule finden. Damit das andere Teil da oben auch noch... Da ist die Eule. Dann holen wir uns die mal. So, jetzt gibt es nämlich das zweite Teil. Dann müsste das funktionieren. Ach, es gibt sogar drei. Oh, okay. Ach, warum dauert die Animation so lange? Ich meine, die ist ja zuckersüß so, aber... So, gut. Dann müssen wir jetzt die dritte Eule finden. Und da ist wieder der gute Merfoy, der einen Schneemann ver... Ach, du Heilige. Super. Die Todesser kommen, oh nein. Oder Merfoy eben. Man weiß es nicht. So. Dritte Eule. Where are you? Ach, Moment mal. Die Fackel können wir doch bestimmt nutzen. Um den Schneemann. Entweder das, oder? Was ist denn das hier? Das sieht doch aus wie eine Eisfläche. Ah ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Das hätte ich mir nämlich auch gedacht. So. Da müssen wir jetzt irgendwas aus diesen Holzdingern fabrizieren. Was auch immer es sein soll. Oh nice, wir machen Lagerfeuer vor dem und dann schmilzt der. Das ist kreativ. Tut mir leid, lieber Schneemann. Rip, wollte ich gerade sagen. Aber das ging in die Hose. So, da ist die Eule. Huhu. Okay, mal sehen, was das jetzt gebracht hat. Ja, wir haben die Animation jetzt mittlerweile dreimal gesehen, liebe Eule. Kannst du dich ein bisschen beeilen? Dankeschön. So, was können wir jetzt aus dieser ganzen Kacke hier machen? Was wird das jetzt? Es wird ein neuer Schneemann. Juhu. Können wir jetzt... Oh, und wir kriegen Ravenclaw. Wahrscheinlich, weil das ein extrem schlauer Move von mir war. Meine Schlussfolgerung. Definitiv auch die richtige. So, hier können wir... ach nee, wir haben nur die beiden dabei, ne? Dann geht das, glaube ich, gar nicht mit dem Aufbuddeln da. Ja, wo laufen wir denn jetzt lang? Ich laufe jetzt mal hier lang. Hätten wir auch die andere Richtung gehen können. Oh nein, jetzt müssen wir uns gegen Merfoy battlen. Ach du Heilige. Erstmal Münzen einsammeln, Merfoy. Ich muss mal eben Münzen sammeln, bevor ich hier irgendwas machen kann. 100%, ich muss hier wieder zurückwerfen. So, bam. Und da hat er nur noch drei Herzen. Was machen denn deine Lausbuben-Kompanen hier? Greifen die auch nochmal an? Komm, Merfoy. Ach, wieso kann ich den denn jetzt? Hä? Oh, eieiei. Ach, aua. Hört doch mal auf jetzt. Hermine, mach mal was. Ich kann anscheinend nicht alle zurückschleudern.
Ah, den kann ich zurückschleudern. Ja, dafür sollte ich aber auch Wingardium Leviosa drin haben. Sehr, sehr schlauer Dagi. So, Harry, dann mach du mal. Du kannst das. Aua. Da, die kann ich wieder zurückschleudern. So. Und da hat er nur noch 2 Herzen. Komm, Draco. Komm. Nee, auch nicht der. Nein. Du schaffst es, Draco. Los, mach nochmal. Ja, genau. So. Und sein letztes Herzchen. Oh, jetzt greift er mich direkt an. Oder... Ja, genau. Zauberstablose Magie kann Draco im 3. Schuljahr. Das ist realistisch. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Was ist das denn? Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass er da eine Schneeschussmaschine gebaut hat. Ja, nice. Ja, warum nicht? Also den Draco will ich auf jeden Fall nicht als Feind haben. Zu spät. Ja, komm, Draco. Was wird das? So, und jetzt? So, ein Herz hat er abgezogen bekommen. Ach, okay, das ist die Vorgehensweise. Das ist easy, ja, das ist einfach. So. So, und damit haben wir ihn getötet. Ach, das Level ist noch gar nicht vorbei. Das ist aber ein langes Level, okay. Aber ich meine, wir sind auch von den Prozentzahlen so schlecht, dass ich mir gar nicht... Dass bestimmt noch hier irgendwas kommen muss, oder? Naja, egal. So, was haben wir denn hier? Einmal von den 3 Besen. Dann haben wir hier einen Besen. Okay. Keine Ahnung. So, da haben wir... Ich mach mal einfach überall Wingardium Leviosa. Kann ja nicht schief gehen. So, wo müssen wir das Teil dranhängen? Hm, keine Ahnung. Ich merke schon, das wird eine überlange Folge. Och man, ich wollte die blaue Münze da oben. Puh, also ich glaube, das könnte wirklich sehr ausführlich werden. Das ist wieder so ein Level mit einer extrem großen Umgebung. Die Möglichkeiten, hier an die Lösung zu kommen, sind umfassend. Okay. So. Analysieren wir mal. Wir haben da einen Käfig. Den können wir irgendwo dranhängen. Bestimmt an eine lila... Ach, wartet mal. Vielleicht können wir den da draufstellen? Ich meine, es war ja häufig so, dass die Farben immer identisch waren. Ja, es geht. Clever. Okay, da müssen wir jetzt den Besen wohl... Ach nee, da müssen wir... Oh nee. Ich hasse Fliegen. Ach, das war's schon? Okay. Gut, jetzt haben wir 2 Besen verteilt. Ach, jetzt kann ich mir die da oben nicht mehr holen, oder was? Also irgendwas muss man hier auf jeden Fall machen. Ich aktiviere mal alle Bäume. Ah, oder? Hat man den da oben getroffen gerade? Ja, hat man. Und da ist der Besen, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Schade nur, dass ich an die Münzen da oben nicht mehr drankomme. Ja, logisch. Das sieht sehr logisch aus. Ja. Also die 3 tun mir irgendwie leid, obwohl das gar nicht der Fall sein sollte. Die Münzen sagen mir, glaube ich, dass ich genau in diese Richtung hier muss. Dann gehen wir mal hier lang. Ach, hier geht's gar nicht. Dann glaube ich doch in die andere Richtung. So, ja, dann laufen wir mal hier lang. Münzen, Münzen, Münzen. Ach, egal. Oh, oh, Schrumpköppe.
Und nice, da haben wir das Level abgeschlossen. Leider nicht mal im Ansatz 100%, aber egal, kann man nicht immer schaffen. Und wir wissen jetzt, dass der böse Sirius Black unser Pate ist. Oh oh. 44%, das ist sehr, sehr traurig. Egal, ich bin ja auch mehrmals gestorben. Ja Leute, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Er ging ja jetzt etwas länger, ich hoffe, das freut euch. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, macht was draus und bis zur nächsten Folge von Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4, mit mir, dem Dagi LP. Ciao, Leute!